So Leute, hallo und herzlich willkommen zu diesem Boolean Cleanup Video, zu einem weiteren in der Reihe. Wir schauen uns heute hier sowas an. Das ist eines der doch schwierigeren Objekte. Falls ihr vielleicht schon den Bartgruß gesehen habt mit der Duschstange, der sollte heute rausgekommen sein, dann wisst ihr ungefähr, worum es geht. Okay, das ist jetzt hier in der Version Blender 2.91 und anfangen tun wir aber mit dieser Version, mit der aktuell gängigen 2.90. Das hier ist auf jeden Fall auch ziemlich cool geworden und wir sehen auch im Glanzlicht, dass da wirklich keine Fehler sind. Ja. Gut, dann fangen wir da direkt mal mit was Neuem an. Neue Szene, Cube löschen, dann füge ich hinzu einen Zylinder. Den lasse ich auf 32, ein bisschen größer kann er noch skaliert werden und dann füge ich einen weiteren Zylinder hinzu und um das Ganze nicht ganz so schwer zu machen, mache ich hier 28. Vertices, vom Prinzip her bleibt es das gleiche, es geht bloß darum, da einen einfachen Schritt zu sparen. So, dann gehen wir mal, das machen wir da so, ein bisschen kleiner skalieren einfach, weil wir ja auch nicht exakt auf demselben Maß unterwegs sein dürfen. Und hier gibt es das erste Problem. Wir können jetzt hier über das Bool-Tool das Ding auswählen, das mit dem zusammen, Ctrl-Shift-Plus. Dann ist das sofort ein Objekt. So, nur wenn ich jetzt hier anfange, mit Auto-Merge ein Cleanup zu machen, dann gerate ich hier quasi auf die schiefe Bahn, wie wir sehen. Und dafür gibt es einen kleinen Trick. Ich halte es zumindest für einen da reingehen und vorher einen Cut machen. Dann dasselbe, Ctrl-Shift-Plus. Plus ein Objekt, gehen wir rein und können jetzt hier mit 2x G das Ganze einmal komplett ranziehen und dann mit GY das Ganze wieder zurückholen und haben jetzt hier eine Linie, um das Ganze zu stützen. Das heißt, wenn ich jetzt hier das Ganze hochziehe, dann bleibt der Rest aber trotzdem gut und ich will da das Ganze nachher beveln. Ups, jetzt habe ich Auto-Merge nicht aktiviert. Kurz mal alles auswählen und Merge by Distance machen. So. Es geht weiter. So, schauen, ist der verbunden? Ja, der passt. So. Und der gehört dann hier hin. Und der ist eigentlich sogar ein bisschen blöd. Und schauen mal. So. Mach mal so. Dann den, Merge at Center und dann ist das Problem auch erledigt. Und hier das Ganze einmal, da kann man auch schon wieder mit dem Mirror Modifier arbeiten. Was wir auch tun werden, gerade mal da unten checken, der ist verbunden. Dann können wir jetzt hier uns das Ganze einmal auf Shell Smooth setzen und natürlich Auto Smooth. Und dann einen Mirror Modifier drauf. Und ist das die richtige Seite? Jetzt muss ich gerade selber schauen. Das müsste die richtige Seite sein. Ctrl A, um das ganze Ding zu applyen. Und jetzt haben wir hier auf beiden das gleiche. Und hier den Autosmooth eventuell noch ein bisschen anpassen. Sowas vielleicht. Schauen wir mal, ob das nachher funktioniert. Und jetzt wäre das Ding, ne? Super geometrisch aufgelöst und wir könnten da jetzt einen Bevel-Modifier versuchen. Normalerweise wird in solchen Momenten eher von Hand gebevelt. So, dann hier auf Engel stellen natürlich. Und schauen wir gerade, was wir da für ein Problem haben. Da müssen wir den Winkel vielleicht noch runtersetzen. Ja. So, hier haben wir jetzt perfekt getroffen. Und wir haben einen perfekten Übergang, wenn ich das so sagen darf. Und können jetzt hier natürlich noch die Faces löschen. Zack, zack, löschen. Und einen Solidify drauf. Wo, da ist er. Und haben jetzt hier ein perfektes T-Stück. Könnte man das Ganze im Mudcut überprüfen. Und wir sehen, da gibt es keinerlei Shading-Probleme. Das Ding sieht aalglatt aus. Vielleicht nehmen wir da auch mal irgendwas Schöneres hier. Sowas da. Ja. Das ist auf jeden Fall mal sehr cool.
Ja, so macht man dann ein T-Stück mit Verbindung. So mache ich es zumindest. Okay, super. Dann nächste Variante. Neue Szene und auf geht's. Wir machen das hier wie beim Brezelbacken. Brezelbacken. Wie sagt man? So, dann da wieder Zylinder hinzu. Den der Einfachheit halber auf 28 setzen. Rotieren Y 90 Grad bzw. um X. So. Okay, dann etwas kleiner skalieren wieder. Dann G, Y, den da so rüber. Und dann machen wir wieder einen Cut rein. Das ist nämlich echt eine ganz schöne Sache. Und Control Shift Plus. So. Okay, so, was können wir jetzt tun? Ganz fantastisches. Erstmal können wir uns hier natürlich wieder unseren da hinsetzen und G, Y dann wieder zurücksetzen und haben jetzt hier einen unterstützenden Loop, falls wir ihn nachher brauchen. Und jetzt selektieren wir hier diese Sachen. So. Und jetzt Mesh Machine, Taste Y und können dort ein Boolean Cleanup machen. Gibt zwei Varianten. Einmal diesen Algorithmus, da zieht man jetzt nach rechts, zieht man in jedem Fall nach rechts. Allerdings sehen wir es nicht ganz so schön wegen diesen Sachen da. Und dann einmal mit dem Mausrad nach unten, dann kommt die Variante 2 und die ist meistens ein bisschen besser und deswegen hätte ich die jetzt auch genommen. Und schon ist das Ding jetzt gesäubert. Shade Smooth. Zack, zack, zack. Auto Smooth. Schauen wir mal, wo wir landen. Ah, weiß nicht. Dann Bevel. Und Angle. Und schon funktioniert wieder alles. Den Winkel wir ein bisschen runter. Und da sehen wir, haben wir eventuell einen Vorfall. Die zwei gehören wahrscheinlich zusammen. Merge at Center. Schauen wir, ob das alles verbunden ist. Sieht gut aus. Andere Seite wahrscheinlich auch. Merge Center. Schau mal. Passt. Okay. Und schon funktioniert das Ding. So, okay. Nicht übertreiben. Segmente rauf. Und passt. Gerade da nochmal schauen. Nö, das passt eigentlich. Super. So schnell geht es dann mit Mesh-Maschinen. Geht natürlich nicht immer so gut, aber in der Regel ist das eine sehr gute, funktionierende Sache. Können wir da nochmal reinschauen ins Mud-Cut. Und das sieht alles super aus. So, dann machen wir es jetzt noch einfacher und gehen zu Blender 2.91 und machen den hier. Der steht immer noch da. Zack. So, ich habe euch ja mal in einem der letzten Videos gezeigt, was wir nicht machen können. Das heißt, wir können den hier GZ nicht von dem abziehen, weil die beiden exakt übereinander liegen und das funktioniert nicht im Blender. So, aber jetzt halt schon. Das heißt, wir können hier auf den Boolean draufsetzen und der ist jetzt auf exakt gestellt. Die alte Methode ist fast, also schnell. Die neue ist exakt, also exakt. Und jetzt können wir hier das so machen. Und den setze ich jetzt mal von Hand auf durchsichtig. Wire. Ja, und jetzt geht das. Jetzt können wir hier natürlich das Übliche machen, aber hier funktioniert das quasi Nullsummenspiel. So, dann habe ich euch direkt danach gezeigt, dass ihr hier reingehen könnt, das skalieren und dann passt das sofort. Und was ich euch aber auch gezeigt habe, war, wenn ihr hier Kopien erstellt, spätestens wenn ihr zu viele Kopien erstellt, dann dreht er auch wieder durch und das funktioniert nicht mehr. Ihr seht, das ist quasi immer noch so, aber nicht ganz, weil jetzt gibt es die Self-Funktion.
Sie haben es tatsächlich eingebaut. Ich weiß nicht, wahrscheinlich weiß kein Mensch, wofür das ist, aber dadurch, dass ich das Video dazu gemacht habe, was nicht funktioniert, weil ich Probleme gesucht habe, bin ich darauf gestoßen und es gibt tatsächlich jetzt diese Funktion, dass das funktioniert. Das heißt, sobald hier mehrere Schnittobjekte sind, stellt ihr bei dem Boolean einfach auf Self und dann funktioniert auch das. Und dann kann quasi nichts mehr schief gehen. Es ist ein bisschen langsamer, ja. Aber das merkt man jetzt bei einem Objekt noch nicht, aber bei 5 oder so, bei 5 werde ich es wahrscheinlich schon merken. Und ja, ist auf jeden Fall verdammt cool. Aber ich weiche ab vom Thema. Warum sagt ihr nichts? Moment. So, General, neuer Dings hier und einen Zylinder. Also. So, wie machen wir das am besten? Mal den gleich hier mal kopieren, rotieren um x 90 Grad. Den müssen wir nicht kleiner machen, weil jetzt wird exakt verwendet. Und hier jetzt einfach um einen Klick mit gedrückter Kontrolltaste ne? So, rübersetzen. Jetzt sitzen die genau punktseitig hier aufeinander. Und hier brauchen wir wahrscheinlich nicht mal einen Cut zum Stützen. Das können wir uns hier sparen. Die beiden auswählen, Ctrl-Shift Plus. Und die Sache ist relativ schmerzfrei erledigt. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, ist, dass eben die Vertices nicht miteinander verbunden werden. Das ist aber das geringste Problem. Alles auswählen und dann Merge by Distance. Und dann ist die Sache gelötet. Wenn auch nicht ganz, wie wir hier sehen, recht interessanterweise. Und das sind die Kleinigkeiten, aber hey, bitte, also das geht wirklich super. So, wie ist das Ganze zu lösen? Einfach hier einen Schnitt rüber machen. Und Enter und dann den nach dem, sagen wir einfach jetzt Merge at Last. Dann ist das ganze Ding verbunden. So, hier dasselbe hatte ich auch schon anders gehabt, dass der eine verbunden war und der andere nicht. Und hier wieder auswählen Merge at Last. Und dann ist das Ding absolut perfekt miteinander verschnitten. Ich meine, der Boolean Cleanup wird euch natürlich an vielen Stellen nicht erspart bleiben. Ja, nicht, dass ihr jetzt sowas denkt, aber heute ging es darum, ein Teestück zu machen und deswegen so. Also es ist wirklich der neue Bevel ist echt cool, Bevel Boolean. So, da haben wir auch noch eine Überschneidung. Die sind einfach nur scharf, okay. In dem Fall wird das wohl dann am Autosmooth liegen. So. Und ja, wie gesagt, auf jeden Fall haben wir das dann hier jetzt erledigt. Ich habe mal den noch bis da rumziehen wollen. Ja, das ist jetzt hier das Problem. So. Hier haben wir nur das, dass er den natürlich nicht beveln will, weil hier läuft das Ganze auf Höhe 0 zusammen. Also entweder ist man damit zufrieden oder man kann es natürlich auch einfach hier selektieren. Das Ganze sind Quads und damit relativ schnell ausgewählt. Und dann mache ich einfach den hier und zack. Und hier muss ich halt eventuell das Ganze etwas rüberschieben. So. Heute werde ich irgendwie ständig angerufen. Es tut mir leid. So, zack. Den darüber. Und dann ist das Thema auch schon wieder absolut problemlos beendet. Das Ganze hier noch auswählen, damit es nachher richtig aussieht. Einen Solidify drüber. Den suche ich jedes Mal. Schnipp. Super. So, dann hier Shading überprüfen. Mudcat und das da ist irgendwie eine sehr schöne Ansicht. Und wir sehen, wir haben es einfach perfekt. Ja, der geht nicht schlecht. Okay, ich hoffe, ihr konntet da jetzt ein bisschen was mitnehmen. Ein paar wichtige Sachen dabei gewesen. Wie gesagt, es gibt die verschiedenen Varianten. Ne? Einmal das komplett manuell eben die Vertices verbinden. Das ist auf jeden Fall ein guter Tipp, wenn man bei sowas dann eben vorher noch den Loop-Cut setzt, solange das Ganze noch aus Vierecken besteht. Dann kann man das nachher sich schön ranschieben und hat dann eine saubere Kante. Generell gilt bei diesen Bevel-Verbindungen, dass da eine stützende Kante echt positiv sein kann. Das so als Tipp nebenbei.
Dann ist einmal die Möglichkeit, das Ganze über Mesh-Maschinen zu machen. Da geht es auf jeden Fall dann auch sehr schnell und recht praktisch. Und ansonsten, wenn ihr mutig genug seid, schon auf Blender 2.9.1 umzusteigen, dann könnt ihr das natürlich machen und da erwartet euch natürlich auch eine Menge Spaß mit dem aktuellen Boolean, so wie er im Exakt-Modus funktioniert. Ja, eigentlich schon ganz gut soweit. Aber es gibt noch sehr viele Probleme mit Add-ons im neuen Blender, da viele Add-ons noch nicht das Ganze integriert haben für Blender 2.9.1. Und von daher werde ich auf jeden Fall noch warten, nicht nur wegen den Add-ons, einfach auch wegen Abstürzen und anderen Geschichten. Und ich bleibe noch ein bisschen im Blender 2.9. Gut, Leute, dann, wie gesagt, ich hoffe, es konnte euch ein bisschen was geben. Könnt mal dazu was Lustiges in die Kommentare schreiben. Und ob wir vielleicht in die Richtung auch noch ein bisschen weitermachen. Weil ich glaube, dass diese Tipps ganz nützlich sind fürs Modellieren. Na gut, vielleicht seht ihr das genauso. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.